Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Krole Bunn Gerst und in meinen Händen, da halte ich ein neues Objektiv von Sony, das FE4 PZ. PZ steht für Power Zoom 1635G. Kein G Master, sondern ein G. Und in diesem Video geht es um besagtes Objektiv. Es ist ein News-Video und wir erfahren gleich warum. Viel Spaß mit dem Intro. Kommen wir zu den Fakten des Objektives. Es handelt sich ja natürlich um ein 16 bis 35 mm F4 Objektiv. Das entspricht auf APS-C einem Äquivalent von 24 bis 52,5 und das entspricht eben diesem gleichen Bildwinkel von 83 bis 44 Grad. Das ganze Objektiv hat leider nur 7 Blendenlamellen verpasst, dafür sind sie eben rund geformt, also bokeh-technisch jetzt nicht gerade bei 5 Millionen Lamellen. Dafür ist die Minimal Object Distance, also die Naheinstellgrenze, im Weitwinkel bei 28 cm und im Tele sogar bei 24 cm wirklich sehr erstaunlich. Filterdurchmesser ist 72 mm und das Ganze ist ziemlich klein, nämlich 88 mm in der Länge und das wiegt auch nur 353 Gramm. Übrigens, es hat keinen eingebauten Bildstabilisator. Das Ganze muss also über die Sony-Kameras bildstabilisiert werden. So, jetzt hätten wir erstmal die Fakten abgehandelt. Jetzt können wir uns einfach mal kurz auch das Objektiv nochmal hier in den Händen genau angucken, weil das Ganze ist hier ein PZ-Objektiv. Und das PZ-Objektiv, das kennt man oftmals gar nicht. Vor allem, wenn man aus dem Fotobereich kommt und dann sieht man hier ein T und ein W und das ist hier eine sogenannte Zoom-Wippe. Das bedeutet, die Zoom-Wippe, die ist so, dass wenn man ein bisschen nach Tele geht, das ein bisschen nach Tele zoomt und wenn man so geht, dann geht es sehr viel mehr nach Tele und zoomt auch sehr viel mehr. Es hat einen Funktionsknopf, der natürlich wie bei Sony frei belegbar ist. Es ist deklickbar, was die Blende betrifft und es hat auch hier einen Blendenring. Und das Ganze ist eine ziemliche Innovation und einen ziemlichen Kracher, den jetzt hier gerade Sony rausgehauen hat. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Kracher ist, den es noch niemals gab. Hier habe ich zum Beispiel ein Kit-Objektiv, ein, was ist denn das, 1650 3.5 bis 5.6, was auch schon diese Zoom-Wippe hier hatte. Also man kann sie schlecht erkennen, aber hier ist die Zoom-Wippe da. So erkennt man sie, glaube ich, ganz gut. Das war das Kit-Objektiv der Alpha 6000 zum Beispiel oder der 6400 und da hat es auch schon diese Zoom-Wippe gegeben. Also wir reden hier nicht darüber, dass es eine Innovation ist, die noch nie da war, sondern die Innovation ist das, was eben Sony daraus gemacht hat. Übrigens, Sony, Hashtag Transparenz, hat uns dieses Objektiv und diese Kamera für eine Woche geschickt. Das ist ein Pressekit und geht jetzt dann auch am morgigen Tage wieder zurück. Das heißt also, wir reviewen hier ein Pressesample. Was ist jetzt die Innovation? Ganz einfach, dieses Objektiv ist komplett elektronisch, komplett digital. Das heißt, ich habe hier zwei Ringe. Einmal hier den Zoom-Ring und einmal hier den Fokus-Ring. Und wenn ich jetzt hier oben reingucke und ich drehe daran, dann merkt man, es passiert gar nichts. Gar nichts passiert hier. Gar nichts. Weil ohne, dass da hinten Strom ins Objektiv reinkommt, ohne dass hier Strom reinkommt, passiert im Objektiv selbst gar nichts. Okay, die Blende, die ist noch, Moment, das müssen wir mal checken, ob die jetzt noch wirklich veränderbar ist. Nee, passiert gar nichts. Also alles an diesem Objektiv ist voll elektronisch. Und ich weiß, dass jetzt zum Beispiel so ein Anders Uschold da wieder ausrasten würde, weil der natürlich ein Mechaniker ist und das Ganze auch mechanisch haben möchte. Also mit Übersetzungen und Stangen. Und man muss sich das so vorstellen, dass man ja wirklich die Drehbewegung auf eine andere Schiebebewegung übersetzen musste. Und das natürlich so, dass nicht die Linse irgendwie schräg geschoben wird, sondern dass sie sozusagen komplett in der Zentrierung gehalten, nach vorne, nach hinten geschoben wird. Jetzt hier packt man einfach Motoren ran und macht eine kleine Steuerung und überträgt sozusagen mit Sensoren die Bewegung des Ringes auf die jeweiligen Motoren. Ich finde, das ist die Zukunft, aus einem ganz einfachen Grund, weil es sehr viele Möglichkeiten beinhaltet. Jetzt machen wir einen kleinen Jump. Mal zurück. Ich habe mir hier aufgeschrieben, auf meiner zweiten Karte, was mir denn Sony gibt dann immer, machen alle Hersteller, Sony gibt dann immer so ein kleines Factsheet raus und da steht auch immer drauf, wie man sich selber so ein bisschen das Objektiv vorstellt. Da steht nicht drauf, was man hier als Reviewer sagen sollte, sondern da steht sowas drauf, das Objektiv für, und jetzt kommt's, Content Creator, Hybrid Shooter und Street und Still. Also,
Das ist wie ein Produktdatenblatt. Das machen ja wir bei unseren Produkten im Store auch. Da schreiben wir auch ein Buch für Ambitionierte oder ein Tutorial für sehr fortgeschrittene Fotografen. Also das ist, wie gesagt, Infos über das Objektiv. Und das Interessante ist, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, weil es ist A, Content Creator, Vlogger, Hybrid Shooter. Dieses Objektiv wurde für Videoleute gebaut, nicht für Fotografen. Okay, im Hybrid-Shooter, da steckt natürlich so ein bisschen der Fotograf drin. Und ich glaube, damit sie, weil es ein Objektiv ist und man damit auch fotografieren kann, haben sie halt irgendwie Street and Still rangehängt hinten. Wobei ich sagen würde, deswegen steht auch hier meine rote Kiste, da gibt es potenziell andere Objektive dann dafür, die das Ganze hinkriegen. Wir haben ja vorhin schon den Preis eingeblendet, aber mit 1500 Euro ist das halt auch kein, also das ist kein Schnapper. Ne? Das holt man sich jetzt nicht einfach aus der Portokasse. So ein 1224 oder so ein 16-35-28, das sind sozusagen dann die Fotoversionen des Objektives. Ich lasse sie hier einfach mal liegen, weil das ist ein riesen Preisunterschied. Wir müssen auch gleich nochmal drüber reden, über Gewicht und Co. Aber dieses Objektiv, das hier ist eine Videoausrichtung. Und diese Content Creator und Hybrid Shooter, die werden sich darüber freuen, weil jetzt hat man die Möglichkeit, dass man eben sehr viele Dinge elektronisch regeln kann. Beispielsweise, wenn man jetzt zoomt und man möchte einen Fokuspull machen, dann könnte man jetzt anfangen, und ich bin mir sicher, dass Sony das machen wird, dass man zum Beispiel Bewegungen, die ich mit der Hand mache und wo ich irgendwie so einen Stocker drin habe, dass man die digital ausgleicht. Das ist ja sowas wie Bézier-Kurven. Man kann ja Bewegungen in einer Art Kurve darstellen, und wenn ich jetzt irgendwie so Sprünge habe, dann kann man die ja einfach ausgleichen. Und das Ganze ist beim Zoom natürlich sehr wichtig, weil wenn ich zum Beispiel zoome und ich drehe, dann kann ich mir dieses komplett individuell einstellen in der Zukunft. Bedeutet, ich kann sagen, ja, ich will eigentlich nur ein ganz klein bisschen Bewegung. Ich bin ein Videograf, der mit ganz feinfühligen Händen das genau einstellen kann. Ein Zentimeter reicht mir für den kompletten Bereich des Zoomens. Und der andere sagt, ah, das ist jetzt gerade im Nahbereich, ich mache mir das so ganz lang, die Bewegung. Damit hat ja auch Tamron in letzter Zeit angefangen bei den neuen Objektiven, G2 und 35-150, dass sie gesagt haben, hey, wir lassen die Nutzer, die Fotografen selber entscheiden, wie sehr das Objektiv was machen soll über die Elektronik. Und das ist halt natürlich eine wahnsinnig tolle Sache. Ich persönlich, und jetzt kommt jetzt vielleicht nochmal so eine kleine Einblendung muss hier rein, damit man das auch ein Blinder mit einem Krückstock muss das erkennen können, dass es jetzt meine Meinung ist. Ich finde es für mich in der Fotografie sehr blödsinnig. Weder diese Wippe brauche ich, noch brauche ich sehr viele andere Dinge. Ich brauche auch ehrlich gesagt oftmals kein von diesem Blendenrad. Ich habe das sehr gerne zum Beispiel auf der Fuji, weil es einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl hat, auch die Blende einzustellen, aber brauchen ist wieder was anderes. Ich finde auch ehrlich gesagt die Fokussierung über die Elektronik. Ich kann mir Sachen vorstellen, die wirklich toll sind. Zum Beispiel, man könnte einfach der Kamera sagen, mach hyperfokal. Also fokussiere hyperfokal. Oder bring mir in eine Zoom-Position, also man könnte mit Steuerung in der Kamera so viele schöne Sachen machen, die gibt es aber aktuell noch nicht. Das heißt, es ist eher für Leute, die zoomen. Und zoomen finde ich ehrlich gesagt beim Videofilmen, so ein bisschen erinnert mich das an den Opa, der so am Hafen steht mit seinem Camcorder und so einmal quer über die AIDA schwenkt. So, weil das Objektiv die AIDA nicht drauf bekommt, muss man einmal schwenken von links nach rechts. Und dann sieht er irgendwas und dann zoomt er mit seinem Camcorder so wackelnd an die Person ran. Und alles ist, das ist für mich halt, also zoomen im Videobereich kann man machen, dass man zum Beispiel ganz leichte Zooms macht. Und auch das wieder, das könnte wieder hier der Punkt sein, den man hier einbauen könnte. Das heißt, ich hoffe, dass auch gerade auf die Camcorder, und für das ist das Objektiv ja auch mitgebaut worden, dass sie zum Beispiel einstellen, dass man sagt, meine Szene geht eine Minute, fahr mir doch von 16 auf 24 über eine Minute. Ja? Das wäre geil. Also deswegen ist es die Zukunft. Also man darf das hier nicht falsch verstehen. Das ist wieder so ein richtig ambivalentes Video. Wir müssen auch gleich nochmal Qualität testen, hier die Alpha 7 R4, damit man auch mal in den 60 Megapixeln die Fotoqualität sieht. Da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen, aber diese Funktion, die jetzt Sony gemacht hat, das ist mal wieder so ein technisches Meisterwerk. Und warum?
Weil, nehmen wir uns mal hier in der Top-Ansicht, sieht man es deutlich, die beiden Objektive. Das ist das 2.8er 16-35 und das ist das, das Blende 4. Da mag man jetzt sagen, das haben sie jetzt aber sehr klein bekommen, aber das ist Blödsinn, weil eine Blende von 2.8 und eine Blende von 4 heißt ja eine doppelte Lichtstärke. Das heißt, die Fläche hier ist, muss, die Eintrittsfläche muss doppelt so groß sein wie hier. Und das ist eigentlich so, was man konstruktionsbedingt erwarten könnte. Also wahrscheinlich jedem Konstrukteur optischer Natur, dem würde ich das hier in die Hand drucken können und sagen können, dann würde, ja, ist logisch. Also das, die Größe selber, die entspricht noch nicht der Besonderheit. Allerdings ist das hier ausfahrend gebaut, da fährt das aus, während das hier, also ich kann es jetzt nicht machen, weil keine Kamera dran ist, aber selbst wenn man zoomt, passiert hier gar nichts. Das ist innen fokussiert und innen gezoomt. Und das ist schon mal eine wirkliche Meisterleistung. Dann dieser Blendenring, das ist zwar auch nur ein Ring, aber der muss ja irgendwie auch hier innen drin sein. Also irgendwie muss da eine Steuerung sein mit einem Sensor. Die Zoomwippe, da muss Platz für Motoren finden. Da müssen sehr viel mehr Sensoren, sehr viel mehr Motoren rein. Und trotzdem ist es eigentlich die Größe, die man erwarten kann. Das heißt also, die Größe wäre 1:1 erwartbar, wenn man auch nur die Blende reduziert. Aber Sony hat halt nicht nur die Blende reduziert, die haben halt gleichzeitig noch so viel mehr untergebracht und die Konstruktion auch noch komplett innenliegend gebaut. Und auch das ist ein Beispiel für alle Videografen, die auf dem Gimbal arbeiten. Wenn man halt einen Gimbal hat und man hat jetzt nicht gerade einen Gimbal, was 10 Größen oversized ist. Also wir nutzen eigentlich überdimensionierte Gimbals bei uns, damit wir schlechter austarieren können und damit wir zum Beispiel auch mit einem Zoom-Objektiv arbeiten können. Weil wenn wir nämlich das Gimbal, das ist interessant, das Gimbal stellen wir zum Beispiel ein auf 24 mm, dann können wir in 16 filmen und dann können wir in 35 filmen. Das heißt also, wir gehen so auf die Mitte der jeweiligen Ausfahrdistanz. Das kann bei unterschiedlichen Objektiven ganz unterschiedlich sein. Also, guck mal, Nikon hat so ein Objektiv, was erst ausfährt und dann wieder einfährt und dann wieder ausfährt. Also, da muss man so ein bisschen die Balance-Mitte finden, sodass man mit dem Gimbal eben mit beiden arbeiten kann, mit beiden Extremen. Und dann hat man ein überdimensioniertes Gimbal mit zu starken Motoren und die halten eben diese Debalancierung raus. Allerdings, wenn man jetzt so ein Objektiv hat, dann gibt es keine Debalancierung. Das heißt, das ist eigentlich de facto, was hier drin passiert, ist so perfekt für Gimbal optimiert, dass man damit sehr viel stressloser arbeiten kann. Also wer Gimbal, unterschiedliche Brennweiten haben möchte und hat ein innen fokussiertes und innen gezoomtes Objektiv, der ist einfach göttlich begeistert davon. Also es ist grandios. Nochmals, man könnte auch jetzt zum Beispiel die Übertragung über das Gimbal steuern lassen. Das heißt, man könnte jetzt über das Gimbal zoomen, man kann mit Kamerakränen arbeiten. Vor allem auch, was man vielleicht auch bedenken muss, ist, manche Leute fliegen ja mit einer Drohne, also auch gerade die Profis fliegen gerne mit Drohnen und größeren Kameras. Und das Zoomen an der Drohne ist einfach noch nicht wirklich machbar, weil man kann da keine Motoren ranhängen. Schon wieder, wie geil wäre es, ein Objektiv zu haben, was die Qualität geht, aber auch gleichzeitig fokussierbar ist. Das heißt, es gibt so viele Gründe dafür, das über einen Motor zu machen und elektronisch steuerbar zu machen. Aktuell sind die Einsatzmöglichkeiten noch nicht wirklich gegeben. Aber ich habe ja schon mal ein paar aufgezählt, wo das einfach so viel Sinn macht. Gimbalsteuerung, Drohnensteuerung, ganz langsame Zooms, wo man die Minuten angibt und dann sagt, okay, los geht die Szene. Und dann hat man so eine richtig schöne kinoreife Szene, wo man vielleicht die Kamera auf einem Dolly fährt und währenddessen zoomt so ein bisschen das hin. Und man muss das einfach gar nicht mehr machen. Man muss nicht mehr digital zoomen, man kann wirklich auch optisch gezoomt haben, das Objektiv. Und das ist wirklich der Kracher. Ja, 1500 Euro, absolut kein Schnapper, aber man muss auch bedenken, dass Sony natürlich mit der FX6, FX9, FX3 Reihe Profi-Videokameras anbietet, die für die 1500 Euro für ein Objektiv ein Witz sind. Also das heißt, also es ist nicht zwangsweise jetzt der Fotograf, der mit 16-35 2.8 rumrennt. Ich denke, das macht hier bei 2.8 wirklich mehr Sinn oder beim 12-24. Aber das Objektiv ist wirklich großartig. Also, in diesem News-Bulletin, übrigens, Fokus Breathing ist sehr, sehr, sehr reduziert, wobei mit der neuen Alpha 7 IV ist ja auch diese digitale Korrektur drin, die ich persönlich nicht so mag. Da ist es wieder komisch, da mag ich wieder digital nicht, aber da mag ich es digital. Also, der Martin, der ist auch nicht konsistent in seiner Meinung. Aber dieses Objektiv ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Jetzt muss man nachziehen, Sony, mit den entsprechenden Steuerungsfunktionen. Also dieser Port, dieser Zoom-Port muss offengegeben werden für Geräte, die mit der Kamera arbeiten. Für Steuerungen in App. Das haben wir von unserem Slider bei SERP, da kann man dann wirklich diese Kurven eingeben, diese Sliding-Kurven. Also zum Beispiel jetzt mit dem Slider noch einen Zoom steuern zu können. Ah, Timelapse-Fotografie kommt doch auf die Liste.
bam, runter. Geil. Also es ist schon cool und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie das behalten werden. Es ist da sicherlich mega aufwendig, aber diese Konstruktion innen fokussiert, also für die, die es brauchen, die werden es feiern. Die, die es nicht verstehen, brauchen es nicht.